Ganze. Sehr tolle Darsteller auch. Also hat uns auch sehr gut gefallen. Ah ja, ja. Also sehr gut. Also bis jetzt auch natürlich die Farben, die Tänzer und diese Emotion, die dann auch übergebracht wird. Und das hat mir natürlich auch bis zu Tränen gerührt. Und ja, allein schon die ganzen Artisten und Tänzer, die haben so ausdrucksvoll getanzt. Und ich musste von Anfang an schon weinen und bin immer noch gerührt. Sehr ergriffen. Also es war sehr, sehr erfüllend, beeindruckend. Man hat viele, viele Gefühle. Eine andere Welt. Ja, wie in einer anderen Welt. Es ist eine andere Welt. Traumhaft. Ja. Als würde man träumen. Sehr schön. Also der Text war natürlich inspirierend, aber diese Stimme, diese gewaltige, kraftvolle Stimme, das war unglaublich. Dass die Welt immer verrückter wird. Und dass man sich zurückbesinnen soll auf das, wovon man herkommt oder wo man herkommt. Ja. Aber was ich auch ganz schön fand, auch den Gesang. Und dass das auch über die Götter gesungen wird und dass Atheisten gehen dann dadurch verloren. Und ja, das hat schon eine gewisse Bedeutung. Auch, dass da auch einen gibt, der im Himmel einen Schöpfer, der dann auch das alles so, ja, einen gewissen Schutz bietet und gibt den Menschen. Und ja, fand ich echt ganz schön, sehr gut gesungen. Auch natürlich im Hintergrund die ganze Animation, was auch noch mit ins Boot genommen wird und die ganze Geschichte, die dann auch einen dann ins Herz spricht, also die dann auch wirklich einen anspricht, das ist einfach wundervoll. Also als sehr spannend, sehr inspirierend auch und wenn man sich mit der chinesischen Kultur noch nicht so auskennt, doch empfehlenswert, sich das alles mal anzuschauen, um das auch wirklich kennenzulernen. 新潭电视台记者夏云林、君卓，德国不来梅报道。